Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus dem Ruhrpott und heute mache ich ein Review zu dem schönen Stück hier. Mehr dazu nach dem Intro. Bleibt bitte dran. Schön, dass ihr da geblieben seid. So, hier haben wir das gute Stück. Was habe ich hier? Ich habe hier von der Marke Lee die 31038 aus der Racing-Serie. Das ist die Anleitung. Und das Ganze ist ein Faltblatt. Was ich im Vorfeld nochmal sagen möchte, ich habe dieses Teil aus China bestellt und ich hatte das bei einem Händler bestellt, wo ich schon mal ein Modell bestellt habe. Und zwar meinen schicken Audi. Und der Audi hatte Fehlteile oder Defekte. Und leichte Anfrage, sie wurden mir nachgeliefert und sie passen wunderbar. Das heißt also Service, Teile, Nachlieferung. Funktioniert auch in China. So, hier haben wir, ich sag mal, ein Fahrzeug angelehnt an einen Bugatti Bolide, so war das. Allerdings Bugatti mit C geschrieben. So, wir haben das Fahrzeug. Mit bei dem Fahrzeug dabei sind zwei Minifiguren. Diese Minifiguren bekommen von mir auch ein separates Video, wie immer. Aber Gegensatz zum Fahrzeug und dem kleinen Sticker-Tapetenbogen hier. Ja, den ich nicht angebracht habe, haben wir hier zwei Figuren, die Oberkörperprint vorne hinten, Beine Print vorne hinten, Armprint links und rechts haben. Ja. Dem ist das dasselbe. Und dabei waren ja ein paar Ersatzteile. Und unter den Ersatzteilen befinden sich für die beiden Figuren nochmal ein kompletter Armset links und rechts ohne Print. Das nenne ich Service. Und sie gefallen mir sehr, sehr gut. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Fahrzeug in der Größe von der Lego Speed Champion Serie, aber es ist kein Klon von Lego, weil Lego hat dieses nicht. Ohne Aufkleber, naja, ein bisschen mau, aber gut. So von vorne. So von der Seite. So von hinten. Und so jetzt unten aus. So. Das ist ein Pull-Down-Modell. Das heißt also, man kann hier die Frontscheibe abnehmen und eine Minifigur einsetzen und man kann die Flügeltüren öffnen. Sieht der ganze so aus.
innen drin. Zu den Teilen. Hervorragend. Einfach nur hervorragend, spitze, toll, super. Die hier ist nicht so toll. Die ist mächtig mit Mikrokratzern versehen. Allerdings, das hier ist Print. Das ist Print. So. Und die Teile an sich, super Klemmkraft, super Passgenauigkeit, echt spitze. Und ich zeige es mal hier oben drauf. Da ist ein Angusspunkt, regulär. Und selbst da, wo kein Angusspunkt ist, sind die gesamten Steine wie abgefräst. Also total sauber gemacht. Ich werde mal hier so ein paar Bilder reinspielen von den Teilen. Auch von den Teilenummern. Vielleicht kann die ja irgendeiner zuordnen und mir sagen, was das für Teile sind. Ja, diese Radkappen sehen ein bisschen komisch aus, gebe ich zu. Hinten diese Technik ist sehr, sehr schön gelöst. Mit dem Diffusor und so. Wirklich ein sehr schönes Modell. Auch dieses Blau ist eigentlich relativ schön. Also, das ist relativ schön. Das ist schön. Auch das hier ist echt gut gemacht. Also, mir gefällt dieses Fahrzeug gut. An der Seite wirkt es jetzt ohne Aufkleber ein bisschen, ja, sehr schwarz-dunkel. Das ist bei den Aufklebern sind unten so ein blauer Streifen dran. Aber ansonsten, für mich ist das Fahrzeug von vorne und hinten gut zu erkennen. Die Flügeltüren sind echt toll. Messe das gute Stück mal aus. So, wir haben eine Länge von 16 cm. Hier hinten haben wir eine Breite von 7,2 und über den Spiegel haben wir eine Breite von 8,5. Als Höhe fünf Zentimeter. Also mir gefällt dieses Fahrzeug sehr, sehr gut. Ich war total zufrieden, was die Klemmkraft der Steine angeht. Das Ding hat sich so weggebaut. Super toll, ohne irgendwelche Fingerschmerzen oder super toll. Ich bin also total begeistert. Und mit dem Pulldown, ja, brauche ich nicht, aber so, dass da dann bei mir steht, ne? Bei mir stehen die Dinger meistens. Aber es funktioniert. Man kann beide Minifiguren reinsetzen. Das ist gar kein Thema. Und vom Gesamteindruck her super toll. Gefällt mir richtig gut. Könnte ich mir auch, wie gesagt, von Lego vorstellen. Ich muss aber ehrlich sagen, also gerade was die Steine und Steine angeht. Komm mal her, du. Ja, da sieht man es. Sind wie so abgefräst, passt genau, wirklich schön. Und ja, er hält. Teilweise sind Sachen auf einer Noppe, er hält. Ich bin sehr begeistert, ich kann es nur jedem empfehlen. Und der Service, ich hab's gesagt, ist da. Gut, das war's soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal einen Kommentar rein. Ein Like wäre schön. Abo ist natürlich noch schöner.
Ich wünsche euch ein gutes 2023. Ich habe es in den vorherigen Videos nicht gesagt, aber ich hoffe, es wird für alles ein sehr schönes und gutes Jahr für uns. Bis dahin, stelle ich euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf, wo ihr immer seid. Bis zum nächsten Video. Ciao.